Hohe Herren, Herren von der Akademie, Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein ethisches Vorleben einzureichen. In diesem Sinne, in diesem Sinne kann ich der Aufforderung leider nicht nachkommen. Hm.
nahezu 5 Jahre trennen mich vom Affentum. Eine Zeit, kurz vielleicht am Kalender bemessen, unendlich lang aber durchzugaloppieren, wie ich es getan habe. Streckenweise begleitet von vortrefflichen Menschen, Ratschlägen, Beifall, Orchestralmusik. Aber im Grunde allein. Denn alle Begleitung hielt sich, um im Bilde zu bleiben, weit vor der Barriere. Diese Leistung wäre unmöglich gewesen, wenn ich eigensinnig hätte an meinem Ursprung, an den Erinnerungen der Jugend festhalten wollen. Gerade Verzicht auf jeden Eigensinn war das oberste Gebot, das ich mir auferlegt hatte. Ich, freier Affe, fügte mich diesem Joch. Dadurch verschlossen sich mir aber auch die Erinnerungen immer mehr. War mir zuerst die Rückkehr, wenn die Menschen gewollt hätten, freigestellt durch das ganze Tor, das der Himmel über der Erde bildet, wurde es gleichzeitig mit meiner vorwärts gepeitschten Entwicklung immer niedriger und enger. Wohler und eingeschlossener fühlte ich mich in der Menschenwelt. Der Sturm, der mir aus der Vergangenheit nachblies, sänftigte sich. Heute ist es nur noch ein Luftzug, der mir die Fersen kühlt. Und das Loch, durch das er kommt und durch das ich einstmals kam, ist so klein geworden, dass ich, wenn überhaupt, der Wille und die Kraft ausreichen würden, um dorthin zurückzukehren, das Fell vom Leib mir schinden müsste, um durchzukommen. Offen gesprochen, so gern ich auch Bilder für diese Dinge wähle, offen gesprochen, ihr Affentum, meine Herren, sofern Sie etwas derartiges hinter sich haben, kann Ihnen nicht ferner sein als mir das meine. An der Ferse aber kitzelt es jeden, der hier auf Erden geht. Den kleinen Schimpansen mit dem großen Achilles. Ja. In eingeschränktestem Sinn aber kann ich Ihrer Aufforderung vielleicht doch nachkommen. Und ich tue es sogar mit großer Freude. Nur das Erste, was ich lernte, war den Handschlag geben. Handschlag. Handschlag. Handschlag bezeigt Offenheit. Mag nun heute, wo ich auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn stehe, zu jedem ersten Handschlag auch das offene Wort hinzukommen. Es wird für die Akademie nichts wesentlich Neues beibringen und weit hinter dem zurückbleiben, was man von mir verlangt hat, was ich beim besten Willen nicht sagen kann. Aber immerhin, es soll die Richtung aufzeigen, auf welcher
ein gewesener Affe in die Menschenwelt eingedrungen ist und sich dort festgesetzt hat. Doch, da dürfte ich selbst das Geringfügige, was folgt, gewiss nicht sagen, wenn ich meiner nicht völlig sicher wäre. Und meine Stellung sich nicht auf allen großen Varietébühnen der zivilisierten Welt bis zur Unerschütterlichkeit gefestigt hätte. Oh. Ich stamme von der Goldküste. Darüber, wie ich eingefangen wurde, bin ich auf fremde Berichte angewiesen. Eine Jagdexpedition der Firma Hagenbeck. Mit dem Führer habe ich seither manch gute Flasche Rotwein geleert, lag im Ufergebüsch auf dem Anstand, als ich am Abend inmitten eines Rudels zur Tränke lief. Man schoss. Ich war der Einzige, der getroffen wurde. Ich bekam zwei Schüsse. Den einen in die Wange, der war leicht, hinterließ aber eine große, ausrasierte, rote Narbe, die mir den widerlichen, ganz und gar unzutreffenden, ja förmlich von einem Affen erfundenen Beinamen Rotpeter eingetragen hat. Als würde ich mich von dem unlängst krepierten hier und da bekannten dressierten Affentier Peter einzig durch den roten Fleck auf der Wange unterscheiden. Dies nebenbei. Der andere Schuss traf mich unterhalb der Hüfte. Er war schwer. Er hat verschuldet, dass ich bis heute ein wenig hinke. Kürzlich las ich in einem Aufsatz eines der 10.000 Windhunde, die sich in den Zeitungen über mich auslassen, meine Affennatur sei noch nicht ganz unterdrückt. Beweis dessen sei, dass ich, wenn Besuch kommt, mit Vorliebe die Hose herunterlasse, um die Einlaufstelle jenes Schusses zu zeigen. Dem Kerl sollte jedes Fingerchen seiner schreibenden Hand einzeln weggeknallt werden. Ich darf meine Hose ausziehen, vor wem es mir beliebt. Man wird dort nichts vorfinden als einen wohlgepflegten Pelz. Und die Narbe nach einem... Wählen wir hier zu einem bestimmten Zweck ein bestimmtes Wort. Die Narbe nach einem frevelhaften Schuss. Alles liegt offen zutage. Nichts ist zu verbergen. Kommt es auf Wahrheit an, wirft jeder Großgesinnte die allerfeinsten Manieren ab. Nun würde hingegen jener Schreiber die Hosen herunterlassen, wenn Besuch kommt. Da hätte dies ein gänzlich anderes Ansehen. Ich will es als Zeichen seiner Vernunft gelten lassen, dass er es nicht tut. Aber dann soll er mir auch mit seinem Zartsinn vom Halse bleiben. Nach jenen Schüssen erwachte ich. Und hier beginnt allmählich meine Erinnerung. In einem Käfig im Zwischendeck des Hagenbeckschen Dampfers. Es war kein vierwandiger Gitterkäfig. Vielmehr waren nur drei Wände an einer Kiste befestigt. Die Kiste also bildete die vierte Wand. Das Ganze war zu schmal zum Aufrechtstehen.
knapp zum Niederhocken. Also kauerte ich mich mit eingebogenen, ewig zitternden Knien. Und zwar, weil ich anfangs niemanden sehen und lieber im Dunkeln sein wollte, zur Kiste gewandt, während sich mir im Rücken die Gitterstäbe ins Fleisch einschnitten. Man hält eine solche Verwahrung wilder Tiere in der allerersten Zeit für vorteilhaft. Und kann heute nach meiner Erfahrung nicht leugnen, dass dies im menschlichen Sinn tatsächlich der Fall ist. Daran dachte ich damals aber nicht. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben ohne Ausweg. Zumindest geradeaus ging es nicht. Geradeaus vor mir war die Holzkiste Brett fest an Brett gefügt. Zwar war zwischen den einzelnen Brettern eine durchlaufende Lücke, die ich, als ich sie zuerst erblickte, mit dem glückseligen Heulen des Unverstandes begrüßte, die aber bei weitem nicht zum Durchstecken des Schwanzes ausreichte und mit aller Affenkraft nicht zu verbreitern war. Ich soll, wie man mir später sagte, ungewöhnlich wenig Lärm gemacht haben, woraus man schloss, dass ich entweder bald eingehen oder, falls es mir gelingen sollte, die erste kritische Zeit zu überleben, sehr dressurfähig sein werde. Ja, ich überlebte diese Zeit. Dumpfes Schluchzen, schmerzhaftes Flöhesuchen, müdes Lecken einer Kokosnuss, Klopfen mit dem Kopf gegen die Kistenwand. Zunge blecken, falls mir jemand zu nahe kam. Das waren die ersten Beschäftigungen in meinem neuen Leben. Bei all dem aber immer nur das eine Gefühl. Kein Ausweg. Ich kann natürlich das damals affenmäßig Gefühlte heute nur mit Menschenworten nachzeichnen. Und verzeichne es infolgedessen. Auch wenn ich die alte Affenwahrheit nicht mehr erreichen kann, zumindest in der Richtung meiner Schilderung liegt sie. Daran ist kein Zweifel. Ich hatte doch so viele Auswege bisher gehabt. Und nun nicht mehr? Ich war festgerannt. Hätte man mich angenagelt, meine Freizügigkeit wäre dadurch nicht kleiner geworden. Warum das? Kratzt dir das Fleisch zwischen den Fußzehen auf? Du wirst den Grund nicht finden. Drück dich mit dem Rücken gegen die Gitterstange, bis sie dich fast zweiteilt. Du wirst den Grund nicht finden. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben ohne Ausweg. Von heute aus gesehen scheint es mir, als hätte ich zumindest geahnt, dass ich einen Ausweg finden müsse. Ohne ihn konnte ich nicht leben. Immer an diese Kistenwand gedrückt, wäre unweigerlich verreckt. Aber Affen.
Waffen gehören bei Hagenbeck an die Kistenwand. Nun, so hörte ich auf, Affe zu sein. Ein schöner, ein klarer Gedankengang, den ich irgendwie mit dem Bauch ausgeheckt haben muss. Denn Affen denken mit dem Bauch. Ich habe Angst, dass man nicht genau versteht, was ich unter Ausweg verstehe. Ich gebrauche das Wort in seinem gewöhnlichsten und vollsten Sinn. Ich sage absichtlich nicht Freiheit. Ich meine nicht das große Gefühl der Freiheit nach allen Seiten hin. Als Affe habe ich es vielleicht gekannt. Ich habe Menschen kennengelernt, die sich danach sehnen. Aber was mich betrifft, so brauchte ich Freiheit weder damals noch heute. Im Übrigen, mit Freiheit betrügt man sich unter den Menschen nur allzu oft. Und so wie die Freiheit zu den erhabensten Gefühlen zählt, so auch die entsprechende Täuschung zu den erhabensten. Na, oft habe ich in den Varietés vor meinem Auftreten irgendein Künstlerpaar an der Decke, an den Trapezen hantieren sehen. Sie schaukelten, sie sprangen einander in die Arme, sie schwebten. Einer hielt den anderen an den Haaren mit dem Gebiss. Auch das ist Menschenfreiheit, dachte ich. Selbstherrliche Bewegung, du Verspottung der heiligen Natur. Kein Bau würde standhalten vor dem Gelächter des Affentums bei diesem Anblick. Nein, Freiheit wollte ich nicht. Nur einen Ausweg. Rechts, links, wohin auch immer. Sollte der Ausweg auch nur eine Täuschung sein? Die Forderung war klein. Die Täuschung könnte nicht größer sein. Weiterkommen. Weiterkommen. Nur nicht mit aufgehobenen Armen stehen bleiben, angelehnt an diese Kistenwand. Heute sehe ich klarer. Ohne die größte innere Ruhe hätte ich nicht entkommen können. Und wahrscheinlich verdanke ich alles, was ich geworden bin, der Ruhe, die mich damals in diesem Schiffe überkam. Die Ruhe aber wiederum verdanke ich den Leuten vom Schiff. Es sind gute Menschen trotz allem. Gern erinnere ich mich an den Klang ihrer schweren Schritte, der damals in meinem Halbschlaf widerhallte. Sie hatten die Gewohnheit, alles äußerst langsam in Angriff zu nehmen. Wollte sich einer die Augen reiben, da hielt er die Hand langsam hoch wie ein Hängegewicht. Ihre Scherze waren grob, aber herzlich. Ihr Lachen war immer mit einem gefährlich klingenden, aber nichts bedeutenden Husten gemischt.
ständig hatten sie etwas im Mund zum Ausspeien. Wohin sie ausspielen, war ihnen egal. Ewig beklagten sie sich, dass meine Flöhe auf sie überspringen würden. Aber sie waren mir deswegen nie ernstlich böse. Sie wussten eben, dass in meinem Pelz Flöhe gedeihen und dass Flöhe Springer sind. Nun, damit fanden sie sich ab. Wenn sie dienstfrei waren, setzten sich manchmal einige im Halbkreis um mich, schauten mir zu, redeten kaum, gurrten einander zu, schlugen sich aufs Knie, wenn ich auch nur die geringste Bewegung machte, rauchten die Pfeife ausgestreckt auf Holzkisten. Hier und da nahm einer einen Stecken und kitzelte mich da, wo es mir angenehm war. Würde man mich heute einladen, eine Fahrt auf diesem Schiffe zu unternehmen, ich würde die Einladung gewiss ablehnen. Aber ebenso gewiss ist, dass es nicht nur hässliche Erinnerungen sind, denen ich damals im Zwischendeck nachhängen könnte. Die Ruhe, die ich mir im Kreise dieser Menschen erwarb, hielt mich vor allem von jedem Fluchtversuch fern. Von heute aus gesehen erscheint es mir eben, als hätte ich geahnt, dass ich diesen Ausweg brauchte, aber dass dieser Ausweg nicht durch Flucht zu erreichen war. Ich weiß nicht mehr, ob Flucht möglich war. Ich denke schon. Einem Affen sollte Flucht immer möglich sein. Mit meinen heutigen Zähnen muss ich schon beim gewöhnlichen Nüsseknacken sehr vorsichtig sein. Aber damals hätte es mir wohl im Laufe der Zeit gelingen müssen, das Türschloss durchzubeißen. Ich tat es nicht. Nur was wäre damit auch gewonnen gewesen? Man hätte mich kaum bei der Kopf hinausgestreckt, wieder eingesperrt in einen noch schlimmeren Käfig, oder es wäre mir gar gelungen, mich zu den anderen Tieren zu flüchten. Etwa den Riesenschlangen mir gegenüber. Hätte ich mich in ihren Umarmungen ausgehaucht. Oder es wäre mir sogar gelungen, mich bis aufs Deck zu stehlen und über Bord zu springen. Nun, da hätte ich eine Weile auf dem Weltmeer geschaukelt und wäre ersoffen. Verzweiflungstaten. Ich rechnete nicht so menschlich. Wohl aber beobachtete ich in aller Ruhe. Diese Menschen mit den ewig gleichen Bewegungen, immer die gleichen Schritte, die gleichen Gesichter. Oft schien es mir, als sei es nur einer. Diese Menschen gingen also unbehelligt. Ein großes Ziel dämmerte mir auf. Niemand versprach mir, dass, wenn ich so werden würde wie sie, das Gittertor aufgezogen würde. Solche Versprechungen
für scheinbar unmögliche Erfüllungen werden nicht gegeben. Löst man aber die Erfüllungen ein, erscheinen auch die Versprechungen im Nachhinein genau dort, wo man sie früher vergeblich gesucht hat. Nun war in diesen Menschen nichts, was mich sonderlich verlockte. Wäre ich ein Anhänger jener besagten Freiheit, ich hätte gewiss das Weltmeer dem Ausweg vorgezogen, der sich mir im trüben Anblick dieser Menschen stellte. Jedenfalls beobachtete ich sie schon lange vorher, bevor ich an solche Dinge überhaupt dachte. Also die angehäuften Beobachtungen brachten mich erst in die bestimmte Richtung. Es war so leicht, die Menschen nachzuahmen. Spucken konnte ich schon in den ersten Tagen. Wir spuckten einander dann ins Gesicht. Nur mit dem Unterschied, dass ich meines hinterher reinleckte, sie ihres nicht. Und die Pfeife rauchte ich bald wie ein Alter. Und wenn ich dann noch den Daumen auf den Pfeifenkopf steckte, da jauchzte das ganze Zwischendeck. Nur den Unterschied zwischen der leeren und der gestopften Pfeife, den verstand ich lange nicht. Die größte Mühe machte mir die Schnapsflasche. Der Geruch peinigte mich. Ich zwang mich mit allen Kräften. Aber es vergingen Wochen, ehe ich mich überwand. Diese inneren Kämpfe nahmen die Menschen merkwürdigerweise ernster als alles sonst an mir. Ich unterscheide die Menschen in meiner Erinnerung auch nicht. Aber da war einer, der kam immer wieder. Allein oder mit Kameraden, bei Tag, bei Nacht, zu jedweder Stunde, stellte sich vor meinen Käfig mit der Flasche und gab mir Unterricht. Er begriff mich nicht, nur er wollte das Rätsel meines Seins lösen. Er entkorkte langsam die Flasche und blickte mich dann an, um zu überprüfen, ob ich verstanden hätte. Ich muss gestehen, ich sah ihm immer mit wilder, mit überstürzter Aufmerksamkeit zu. Einen solchen Menschenschüler findet kein Menschenlehrer auf dem ganzen Erdenrund. Nachdem die Flasche entkorkt war, hob er sie hoch an den Mund. Ich mit meinem Blick ihm folgend bis in die Gurgel. Er setzt die Flasche an die Lippen. Ich, von allmählicher Erkenntnis übermannt, kratze mich der Stelle nach hoch und tief, wo es passt. Er nimmt einen Schluck. Ich, überfordert vom großen Drang, ihm nachzueifern, verunreinige mich in meinem Käfig, was wiederum ihm große Genugtuung verschafft. Dann hebt er die Flasche in großem Bogen wieder an den Mund und trinkt übertrieben, lehrhaft zurückgebeugt die ganze Flasche aus. Ich hänge ermattet in meinem Gitterkäfig und kann nicht mehr folgen. Während er den theoretischen Unterricht damit beendet,
sich den Bauch zu streichen und zu grinsen. Nun erst beginnt die praktische Übung. Bin ich nicht schon allzu ermattet durch das Theoretische? Wohl, allzu ermattet. Aber das gehört zu meinem Schicksal. Ich greife zitternd die hingereichte Flasche, entkorke sie langsam. Mit dem Gelingen stellen sich allmählich neue Kräfte ein, hebe sie an die Lippen, vom Original schon kaum zu unterscheiden, und werfe sie mit Abscheu, obwohl sie leer ist und nur noch der Geruch sie füllt, mit Abscheu auf den Boden. Sehr zur Trauer meines Lehrers, zur größeren Trauer meiner selbst. Weder ihn noch mich versöhne ich dadurch, dass ich auch nach dem Wegwerfen der Flasche nicht vergesse, mir ausgezeichnet den Bauch zu streichen und zu grinsen. Allzu oft nur verlief der Unterricht so. Aber er war mir deswegen niemals ernstlich böse. Zwar hielt er mir manchmal die brennende Pfeife irgendwo an eine Stelle, wo ich schwer hinreichte, bis es zu glimmen anfing, aber dann löschte er es gleich wieder mit seiner großen, gütigen Hand. Er war mir nicht böse. Er begriff, dass wir beide auf der gleichen Seite gegen die Affennatur ankämpften und dass ich den schwereren Teil hatte. Was für ein Sieg dann allerdings, als ich eines Abends vor großem Zuschauerkreis, es war ein Fest, ein Grammophon spielte, ein Offizier erging sich zwischen den Leuten. Als ich an diesem Abend eine versehentlich vor meinem Käfig stehen gelassene Flasche ergriff, sie unter steigender Aufmerksamkeit der Gesellschaft schulgerecht entkorkte, an die Lippen setzte, ohne Zögern, ohne Mund verziehen, als Trinker vom Fach, mit rollenden Augen und schwappender Kehle, wirklich und wahrhaftig. Leertrank. Nicht mehr als Verzweifelter, sondern als Künstler. Zwar vergaß den Bauch zu streichen und zu grinsen, dafür aber, weil ich nicht anders konnte, weil es mich drängte, weil mir die Sinne rauschten, kurz und gut. Hallo, ausrief. Hallo. Hallo. In Menschenlaut ausbrach. Mit diesem Ruf in die Menschengemeinschaft sprang und ihr Echo
Hört nur, er spricht wie einen Kuss auf meinem ganzen schweißtriefenden Körper fühlte. Ich wiederhole, es verlockte mich nicht, die Menschen nachzuahmen. Ich ahmte nach, weil ich einen Ausweg brauchte, aus keinem anderen Grund. Auch war mit jenem ersten Sieg noch wenig getan, die Stimme versagte mir gleich wieder, stellte sich erst nach Monaten ein. Der Widerwille gegen die Schnapsflasche steigerte sich sogar noch, aber meine Richtung, ja, meine Richtung war mir ein für alle Mal gegeben. Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, sah ich bald die zwei Möglichkeiten, die mir offen standen. Zoologischer Garten oder Varieté. Ich zögerte. Ich sagte mir, setze alle Kraft dran, ins Varieté zu kommen. Das ist der Ausweg. Zoologischer Garten ist nur ein neuer Gitterkäfig. Kommst du in ihn, bist du verloren. Und ich lernte, Herrschaften, ich lernte. Man lernt, wenn man lernen muss. Man lernt, wenn man einen Ausweg will. Man lernt unerbittlich. Man beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsche. Man zerfleischt sich beim geringsten Widerstand. Die Affennatur raste sich über Kugeln aus mir raus. Und weg, dass mein erster Lehrer davon selbst fast äffisch wurde. Bald den Unterricht aufgeben und in eine Heilanstalt gebracht wurde. Glücklicherweise kam er bald wieder hervor. Man brauchte viele Lehrer. Ja, oft sogar einige gleichzeitig. Als ich meiner Fortschritte schon etwas sicherer war und die Öffentlichkeit Anteil an meinem Fortschreiten nahm, dann nahm ich sogar selbst Lehrer auf. Ließ sie in 5 aufeinanderfolgenden Zimmern Platz nehmen und lernte bei allen gleichzeitig, indem ich ununterbrochen von einem Zimmer ins nächste sprang. Diese Fortschritte, dieses Eindringen der Wissensstrahlen von allen Seiten ins erwachende Hirn, ich leugne nicht, es beglückte mich. Ich leugne aber auch nicht, ich überschätzte es nicht. Schon damals nicht, wie viel weniger heute. Durch eine Anstrengung, die sich bislang auf der Erde nicht wiederholt hat, habe ich die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht. Das ist an sich vielleicht nichts. Insofern aber doch etwas, als es mir aus dem Käfig half und mir diesen Ausweg, diesen besonderen Ausweg, diesen Menschenausweg verschaffte. Es gibt eine ausgezeichnete deutsche Redensart, sich in die Büsche schlagen. Das habe ich getan. Ich habe mich in die Büsche geschlagen. Das war der einzige Ausweg. Immer vorausgesetzt,
dass nicht die Freiheit zu wählen war. Überblicke ich meine Entwicklung und ihr bisheriges Ziel, so klage ich weder noch bin ich zufrieden. Hände in den Hosentaschen. Die Rotweinflasche auf dem Tisch. Sitze ich, halb liege ich auf meinem Schaukelstuhl, schaue aus dem Fenster. Wenn ein Besuch kommt, empfange ich ihn, wie es sich gebührt. Ja. Mein Impresario sitzt im Vorzimmer. Läute ich, kommt er und hört, was ich zu sagen habe. Am Abend ist fast immer Vorstellung. Oh, ich habe kaum noch zu steigernde Erfolge. Komme ich spät nachts von Banketten, wissenschaftlichen Gesellschaften oder gemütlichem Beisammensein nach Hause, dann empfängt mich eine kleine dressierte Schimpansin. Ich lasse es mir nach Affenart bei ihr wohlgehen. Am Tag will ich sie nicht sehen. Sie hat nämlich den Irrsinn des verwirrten, dressierten Tieres im Blick. Das erkenne nur ich, ich ertrage es nicht. Alles in allem habe ich jedenfalls erreicht, was ich erreichen wollte. Man sage nicht, es sei der Mühe nicht wert gewesen. Im Übrigen will ich keines Menschen urteilen. Ich will nur Kenntnisse verbreiten. Berichte nur. Auch Ihnen, hohe Herren von der Akademie, habe ich nur berichtet.